ist der Use Case der Liquiditätsplanung eben besser nach vorne schauen zu können, transparenter zu sehen, okay, wo läuft man mit dem Unternehmen hin, was kann man sich leisten, was kann man sich nicht leisten oder wie kann man sich oder sollte man sich vielleicht finanzielle Mittel von außen verschaffen, um eben Wachstum oder Überleben eines Unternehmens zu sichern. Das häufigste, das größt auftretendste oder das meist auftretendste Problem ist bei KMU. Das heißt nicht unbedingt das nicht funktionierende Geschäftsmodell, sondern einfach zahlungsunfähig. Ja? Schlechte Einträge bei der Krefo, keine Finanzierungsmöglichkeiten und dann ist man in einer Abwärtsspirale. Welche, sag ich mal, Datenquellen sind für so eine Liquiditätsplanung eigentlich wichtig im Vergleich zur Buchhaltung? Neben zum Beispiel Live-Zugriff zu den in Echtzeit zu den Bankkonten, zu den Kreditkartenkonten, dass man sieht, wo ist eigentlich mein Stand heute und natürlich dann auch die ganzen Rechnungen, aber natürlich nicht das Rechnungsdatum, sondern das Fälligkeitsdatum oder auch das erwartete Fälligkeitsdatum, was ja häufig auch mit der echten Fälligkeit, die auf einer Rechnung steht, eben auseinanderläuft. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist Timo Hoffmann und er verantwortet bei Accicap, einem Anbieter für Liquiditätsplanungssoftware, die strategischen Partnerschaften und unterstützt mit seinem Wissen mittelständische Unternehmen beim Treffen von wichtigen Finanzentscheidungen mithilfe von einfachen und effizienten Liquiditätsplanungsmethoden, welche die Finanzabteilung da auf jeden Fall vorantreiben. Das ist meine Kurzzusammenfassung. Hallo Timo, stell dich doch bitte einmal gerne kurz selber vor und erzähle uns, welche Berührungspunkte du auch im Bereich Finance mit KMU hast. Ja, sehr gerne. Also erstmal Erik, hallo und vielen Dank für die Einladung. Genau, ich heiße Timo Hoffmann. Wie du eben schon eingeleitet hast, netterweise bin ich hier in dem Partnerschaftsteam und arbeite für das Thema, für das Unternehmen Agicap. Wir haben Liquiditätsplanungssoftware und das fällt halt klassischerweise in den Bereich Controlling. Das heißt, es ist im Prinzip ein operatives, strategisch operatives Steuerungselement für die Unternehmen. Das heißt, entweder je nach Größe des Unternehmens, wie du es gesagt hast, ganz klassisches, also es ist ein klassisches Finanzinstrument, aber einerseits entweder gesteuert von der Finanzabteilung oder dann eben von der Unternehmerin oder dem Unternehmer eines Unternehmens. Und damit eben hat es eben natürlich auch eine strategisch-operative Komponente, weil, ja, da kommen wir sicherlich später dazu, aber es gibt den finanziellen Rahmen vor, in dem man sich als Unternehmen eben bewegen kann. Exakt, super. Danke für die Einleitung und die Zusammenfassung schon mal. Und direkt zum Einstieg, bevor wir tiefer jetzt reingehen, kannst du schon mal in drei, vier Sätzen Zusammenfassung fassen, was ein Liquiditätsplan ist? Genau, also im Prinzip dem angeschlossen, was ich eben erwähnte. Das heißt, die Liquidität gibt uns als Unternehmen im Prinzip den finanziellen Rahmen vor. Vielleicht um ein anderes Bild zu wählen, es ist im Prinzip das Blut in den Adern oder es zeigt im Prinzip die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Das heißt, im Prinzip hat es im ersten Schritt ist der Use Case der Liquiditätsplanung eben besser nach vorne schauen zu können, transparenter zu sehen, okay, wo läuft man mit dem Unternehmen hin, was kann man sich leisten, was kann man sich nicht leisten oder wie kann man sich oder sollte man sich vielleicht finanzielle Mittel von außen verschaffen, um eben Wachstum oder Überleben eines Unternehmens zu sichern. Das ist eigentlich so die generische, der Mehrwert, den eine Liquiditätsplanung eigentlich hat und weshalb man sie durchführt. Wir haben jetzt auf unseren Kanälen und ihr auch auf euren bereits schon über das Thema Liquiditätsplan versus Budgetplan gesprochen. Wie unterscheiden sich denn die beiden Konzepte voneinander und auch vertiefend nachgefragt, wie definiert sich denn außerdem Liquidität? Du hast es jetzt bereits umrissen schon mal, aber auch im Zusammenhang mit Accounting. Wie unterscheidet sich Liquidität von Accounting? Kannst du da was zu sagen? Ja, das ist erstmal eine sehr, 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 sehr gute Frage, weil das schon Dinge sind, die häufig in einen Topf geworfen werden. Deswegen ist es immer auch wichtig, und das müssen wir auch häufig machen, dass man das nochmal so ein bisschen auseinanderdröselt und dann klar definiert, was macht man überhaupt, was will man erreichen. Also zum einen mal zum Accounting. Es ist ja so, dass Buchhaltung ist natürlich was, was man machen muss. Das heißt, es unterliegt einer gewissen Regulatorik in allen Ländern und einer Budgetierung wenn man von einer Budgetierung redet, dann redet man im Prinzip auf einer Planung, die auf einer GUV-Logik, also einer Gewinn- und Verlustlogik aufbaut. Das hat zum einen natürlich regulatorische Notwendigkeiten. Jetzt ist es aber so, wenn man im Prinzip strategisch, operativ, kurz- und mittelfristig sein Unternehmen plant, dann macht man das im KMU-Segment besser auf Cash, auf Liquidität. Warum? Weil man hier von den
sag ich mal, reellen Zahldaten von Ein- und Auszahlungen ausgeht. Das heißt, man geht hier wirklich, überlegt sich wirklich, wann glaube ich dann, dass Einzahlung geschehen oder dass Auszahlung geschehen. Das heißt, es ist weniger sozusagen die regulatorische Korrektheit wichtig, als sozusagen die Annahme über, wann Ein- und Auszahlung kommen. Denn eins ist ja klar, wenn du regulatorisch korrekt dein Accounting bedienst, kannst du natürlich trotzdem morgen zahlungsunfähig sein. Und das hilft dir natürlich dann im Worst Case natürlich nicht, um dein Bestehen zu sichern, beziehungsweise nur weil du einen Umsatz gebucht hast, wenn du B2B zum Beispiel Geschäft bist mit Zahlungszielen der Zukunft, heißt ja noch lange nicht, dass dein Kunde dich bezahlt hat. Ne? Das ist ja natürlich dann was noch folgen muss. Und das ist dann so Sachen, da gibt es noch viele andere Beispiele, wo man sieht, wo das auseinanderläuft. Deswegen, das eine hat natürlich eine regulatorische Notwendigkeit, die muss man auch machen. Das ist dann das Thema Accounting. Und bei uns geht es halt wirklich darum, dass man sozusagen ganz reell und tagesaktuell sehen kann, wo steht man, welche Annahmen treffe ich für die Zukunft, was für, sag ich mal, Handlungsempfehlungen antizipiere ich oder kann ich davon eigentlich ableiten? Und das ist halt Themen, die man dann eigentlich ausschließlich über die Cash-Planung, Liquiditätsplanung dann abdeckt. Und jetzt, um das zu spezifizieren, wer sich mal mit einem Liquiditätsplan schon mal auseinandergesetzt hat, wird einige Metriken davon kennen. Einige, denen der Begriff Liquiditätsplan bisweilen auch noch fremd ist, die werden sicherlich dazu ja gar nichts wissen. Welche generellen Metriken gehören denn in Liquiditätsplan, damit man sich davon auch ein Bild machen kann, warum sind welche Kennzahlen dort relevant und ja, welche Positionen sollte man dort eintragen? Ja, genau, also Liquiditätsplan ist erstmal ein sehr, sehr sperriger Begriff und deshalb eben war deine Frage eben auch so wichtig, dass man das erstmal, sag ich mal, auseinander dividiert, was ist das eine, was ist Buchhaltung, was ist die Abgrenzung dazu in der Liquidität. Bei der Liquidität ist es idealerweise so, dass man immer relativ transparent sehen kann, wo stehe ich eigentlich heute, aber vor allen Dingen natürlich dann auch gut antizipieren kann, wo laufe ich morgen raus. Das heißt, wie baut man überhaupt einen Liquiditätsplan auf oder welche, sag ich mal, Datenquellen sind für so eine Liquiditätsplanung eigentlich wichtig im Vergleich zur Buchhaltung? Neben zum Beispiel einen Live-Zugriff in Echtzeit zu den Bankkonten, zu den Kreditkartenkonten, dass man sieht, wo ist eigentlich mein Stand heute und natürlich dann auch die ganzen Rechnungen, aber natürlich nicht das Rechnungsdatum, sondern das Fälligkeitsdatum oder auch das erwartete Fälligkeitsdatum, was ja häufig auch mit der echten Fälligkeit, die auf einer Rechnung steht, eben auseinanderläuft. Und eine wichtige Metrik zum Beispiel, so eine Standardmetrik für KMU ist im Prinzip, dass man, sag ich mal, so viel Liquidität hat, dass man die Fixkosten der folgenden 6 Monate eigentlich jederzeit decken kann. Ne? Das ist so ein Basic-Hinweis, den man auf jeden Fall immer geben kann. Und genau, also immer der Blick nach vorne, das ist eigentlich so das Relevante. Dann kommen wir vielleicht nachher noch zu, auch aus das Thema Szenarienplanung, ne? Um im Prinzip verschiedene Optionen, die man hat oder die man für sich als Unternehmen sieht, zu bespielen zu können oder durchexerzieren zu können. Erstmal auf dem Blatt Papier, beziehungsweise bei uns dann natürlich in einem Tool, aber grundsätzlich sind das so die Überlegungen, die man dann anstellt und die dann eben liquiditätsrelevant sind und darauf sollte man dann eben das Auge haben, ja. Stichwort entweder auf dem Blatt Papier oder in einem Tool, das sind die Überleitungen zur nächsten Frage auch. Welche Schritte siehst du denn primär als relevant an, wenn es um die Aufsetzung eines Liquiditätsplans geht? Also welche Stakeholder sind dort involviert und was sollte zuerst einmal gemacht werden? Also die meisten Unternehmen, also die meisten, die jetzt zuhören und ein Unternehmen leiten oder vielleicht auch in der Finanzabteilung arbeiten, meist fängt es ja irgendwie an, man startet ein Unternehmen und dann muss man erstmal schauen, hat man überhaupt ein Product Market Fit, das sind so die ersten Sachen, so Front Office Geschichten, passt das überhaupt, habe ich da überhaupt einen Hebel am Markt oder nicht? Und dann fängt man natürlich relativ zügig, wenn das Geschäft anfängt zu laufen, überlegt man sich natürlich, okay, was habe ich eigentlich auf dem Konto, jetzt muss ich irgendwie ein Produkt weiterentwickeln, sei es ein digitales Produkt oder ein physisches Produkt, wann kann ich mir was leisten und dann fängt man irgendwie an, irgendwann mal eine Excel oder ein Google Sheet aufzumachen und trägt dann so ein paar Sachen ein, ne? Heute Kontostand, morgen muss ich irgendwie nochmal ein Gehalt zahlen und so weiter.
Und so fängt es eigentlich an. Und das heißt, das zeigt auch so ein bisschen die Bereiche, glaube ich, die bei der Liquiditätsplanung wichtig sind. Nämlich einmal, dass man das Thema Iststände, also Konten, Bankkonten, Kreditkartenkonten im Griff hat. Dass man immer weiß, was man für Außenstände hat, sei es die Ausgangsrechnungen, die man an seine Kunden gestellt hat, aber natürlich auch Eingangsrechnungen von Freelancern, von Lieferanten im E-Commerce etc. oder produzierendes Gewerbe. Und natürlich, dass man weiß, okay, wo will ich eigentlich mit meinem Unternehmen hin? Also, dass man so eine Plankomponente hat. Das heißt, ich will x-tausend Euro Umsatz machen, Ende des Jahres und so weiter und so weiter. Das heißt, das sind erstmal so die drei Bereiche, über die man sich Gedanken machen muss oder die man im Blick auch kontinuierlich monitoren muss. Und dann ist eben die Frage, ja, wie mache ich das, ne? Und jedes Unternehmen, wie eben schon eingangs gesagt, fängt da irgendwo mit einer Excel an. Das heißt, Stakeholder sind dann wahrscheinlich erstmal der oder die Gründerin. Später dann vielleicht mal jemanden aus dem Controlling, aus der Finanzabteilung oder ein CFO oder der zumindest für die Person, die für diesen Bereich verantwortlich ist. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, klar, wie es dann immer ist, gibt es dann natürlich dedizierte Manager, die sich dafür verantwortlich zeichnen. Genau, und dann ist im Prinzip die Frage, abhängig der Komplexität, wie managst du das, ne? Und dann von Excel kommend kann man bei Excel bleibend oder man kann dann eben natürlich auf Tools wechseln und dann ist die Frage, was ist das richtige Tool für einen. Genau. Aber so ist, glaube ich, erstmal, so ist, glaube ich, die Hinleitung erstmal zum Thema und wie man sich wahrscheinlich da auch rantastet. Jetzt haben wir schon die ersten Schritte dazu besprochen, wie man an Liquiditätsplan rangeht. Wie schaut es denn aus? In welcher Phase eines Unternehmens siehst du einen Liquiditätsplan als besonders relevant an? Also, correct me if I'm wrong, nicht jedes Unternehmen sagt vielleicht direkt zu Beginn, wenn sie sich gründen, wir brauchen als allererstes einen Liquiditätsplan. Manche machen es, wie auch immer. Aber was siehst du als die eminent wichtigste Phase wirklich für die Einführung eines Liquiditätsplans? Wann sollte man es machen? Wann gehört es da rein? Ja, also die Frage ist, ne, wie definiert man jetzt einen Liquiditätsplan? Ja? Braucht man jetzt ein mehr, also eine Excel-Tabellen, verschiedenste Excel-Tabellen, die miteinander interagieren und ein sehr, sehr ausgeklügeltes, smartes System von Anfang an? Das ist vielleicht auch ein bisschen Typfrage. Ich würde sagen, vielleicht nicht unbedingt. Man muss halt so einen groben Überblick natürlich haben, aber wenn das Unternehmen gut anläuft und es eine gewisse Komplexität kommt damit einfach einher, dann muss man das schon noch ein bisschen detailgetreuer managen. Das heißt, auf deine Frage konkret antwortend, ich denke, die Liquidität im Blick haben und planen muss man zu jeder Zeit, denn ohne Liquidität, wie gesagt, droht die Insolvenz, die Zahlungsunfähigkeit, was nach wie vor das häufigste, das größt auftretendste oder das meist auftretendste Problem ist bei KMU. Das heißt nicht unbedingt das nicht funktionierende Geschäftsmodell, sondern einfach zahlungsunfähig. Ja? Schlechte Einträge bei der Krefo, keine Finanzierungsmöglichkeiten und dann ist man in einer Abwärtsspirale. Ich möchte natürlich jetzt nicht nur schwarz malen, aber ich kann auf jeden Fall schon mal empfehlen, sich grob zumindest von Anfang an damit zu befassen. Und dann ist eben die Frage mit steigender Komplexität, wie man das managt. Bei uns, was wir jetzt sehen aus unserer Erfahrung, ist, dass die meisten klar das auf Excel machen im KMU-Bereich und dann so ab einer halben Million, Millionen sich professionalisieren. Das heißt, dann wird halt sozusagen diese wiederkehrende Arbeit, die Excel eben mit sich bringt, ja, effizienter gestaltet über den Einsatz von Tools, die halt gewisse Arbeitsschritte, die wiederkehrend und nicht gewinnbringend sind, außer dass sie eben Arbeitszeit kosten, dass die eben digitalisiert werden. Aber was wir mitnehmen ist Start Early, was wir auf jeden Fall rausholen, ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Komplexität. Jetzt eminent wichtig, was du gerade beschreibst, aber früher Start kann in diesem Falle mit einer Liquiditätsplanung auf keinen Fall schaden. Ich denke, das kannst du so unterschreiben. Genau. Dann kommen wir dazu, welche Schritte werden denn auf der Basis eines Liquiditätsplans abgeleitet? Also im gesetzten Fall, wir haben den jetzt aufgesetzt, der ist gut durchgeplant, wir haben uns einen guten Überblick verschafft. Das Erste, was uns so ins Gedächtnis kommt, ist, okay, ich kann meine Ausgaben natürlich anders tätigen, andere Projekte planen, aber kannst du dort auch wirklich ja, konkrete Beispiele nennen, was sich dann auch ändert, wenn man einen Liquiditätsplan eingeführt hat? Ja, genau, ich mache mal ein paar ganz konkrete Praxisbeispiele, dass es auch nicht so theoretisch bleibt. Vielleicht
vielleicht zwei Stück von zwei Industrien. So der Klassiker ist einmal so ein Händler, ja, also ein E-Commerce- oder Commerce-Unternehmen. Das Commerce-Unternehmen, wenn es physische Produkte ja dann verkauft, dann muss man ja erstmal diese produzieren lassen oder selbst produzieren. Das heißt, man hat eine Kapitalbindung schon mal in Material. Dann muss man, wenn das produziert ist, das im Lager halten, dann muss man Marketingbudget allokieren und dann muss man es verkaufen. Das heißt, in diesem Prozess, der sich über Wochen und Monate zieht, hat man einfach, das Kapital ist gebunden und dann fängt man an abzuverkaufen. Und in diesem Prozess dann irgendwann will man natürlich dann wieder dann die neue Tranche bestellen an Produkten, die man dann wieder abverkauft und so weiter. Das heißt, in diesem Prozess muss man sich ja fragen, okay, was sind eigentlich meine Annahmen für die Zukunft? Wie viel werde ich verkaufen? Und was habe ich auf Lager? Wie viel Liquidität habe ich zum gewissen Zeitpunkt in der Zukunft, um mein Lager wieder aufzufüllen? Das heißt, das ist ein ganz konkreter Anwendungsfall im Handel, ist eigentlich immer, was glaube ich, was der Markt, wie viel ich am Markt abverkaufen kann und habe ich bis dahin überhaupt genug Ware, beziehungsweise habe ich genug Geld, um genug Ware zu haben, um es abzuverkaufen? Also das ist so ein ganz konkreter Use Case, immer mit dem Blick nach vorne, um dann einfach liquiditätsoptimiert besser wachsen zu können. Ein anderer Anwendungsfall, zum Beispiel aus dem Agenturgeschäft, ist klassischerweise, oder Projektgeschäft. Es ist natürlich bei Projektgeschäft immer so, kommt ein Projekt, kommt es nicht, man hat einen gewissen Pitch. Das heißt, man muss im Prinzip in Annahmen rechnen. Was passiert eigentlich, wenn dieses Projekt kommt? Dann habe ich mehr an Einnahmen, brauche ich dann mehr Freelancer, die ich staffen muss, brauche ich neue Festangestellte oder ich pitche auf Projekte, was ist eigentlich, wenn die nicht kommen? Meine Fixkosten, die ich bis dahin habe, habe ich ja trotzdem. Das heißt, man muss im Prinzip auch Annahmen bauen, was wäre wenn. Und das ist eben auch ein, sage ich mal, ein generisches Feature einer Liquiditätsplanung, dass man sich, und ich denke, da wird mir jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin zustimmen, sich Überlegungen macht über sein Geschäft. Oder ich bin ein Softwareunternehmen, will stark wachsen. Wie viele Mitarbeiter zu welcher Zeit? Wie schnell glaube ich, dass sie mir zu mehr Umsatz verhelfen können? Aber erstmal müssen die natürlich ongeboardet werden. Das heißt, auch da hat man einen zeitlichen Versatz. Das sind vielleicht so drei Beispiele, ich glaube, die man, es gibt natürlich noch einige mehr, aber das sind so drei Beispiele, die, glaube ich, häufig gerade für diese Industrien auftreten. Und die Fragen muss man sich natürlich stellen und dann für sich auch Annahmen treffen, und um die dann bestmöglich zu beantworten bzw. antizipieren zu können. Ja, gerade auch für Agenturen natürlich spannend, ne? Das Pitch-Beispiel finde ich super, da natürlich da extrem viele Ressourcen auch drauf verwendet werden und man in einen Wettbewerb gegen andere tritt, den man in dieser Intensität nicht per se in jeder Branche hat, wo man einfach so viel vorab investieren muss. Deswegen, ja, sehr interessantes Beispiel wirklich aus der Praxis. Bekommt zu einem anderen Thema nochmal. Ihr berichtet auf euren Kanälen über die sogenannte Cash-Burn-Rate von Unternehmen und wie man mit dieser auch besser planen kann. Also für Leute, denen das jetzt kein Begriff ist, kannst du es kurz in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, und vor allen Dingen ist auch interessant, ihr gebt Tipps, ja, wie man agieren kann, wenn man eine zu hohe Cash-Burn-Rate hat und in welche Richtung man gehen kann, um das zu beheben. Also Cash-Burn ist im Wesentlichen wie der Begriff, wenn man es übersetzt, auch schon sagt, im Prinzip wie viel Geld ich verbrenne sozusagen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, ich denke mal, das kommt im Wesentlichen von Venture Capital finanzierten Unternehmen, weil beim Venture Capital ist ja so, ich sammle erstmal Geld ein, das liegt dann auf dem Konto und dann überlege ich mir, was meine Wachstumsstrategie ist, wo ich landen will und wie viel Ressourcen ich dafür brauche. Wenn ich jetzt ein Softwareunternehmen bin, dann im Wesentlichen natürlich dann Gehälter, die natürlich dann auch irgendwann signifikant zu Buche schlagen. Das heißt, Cash Burn Rate, die sagt mir eigentlich aus, für wie viele Monate ich eigentlich noch ausreichend Liquidität habe. Und das ist so ein bisschen, auch geht auch ein bisschen in das Thema, diesen ersten Tipp, den ich anfangs genannt hatte, das gilt erstmal für alle. Man sollte mindestens mal seine Fixkosten für 6 Monate gedeckt haben. Das ist eben ganz, ganz wichtig, weil wenn das eben nicht der Fall ist, es gibt immer Unvorhergesehenes, und wenn man dann gar keinen Puffer hat, dann kommt man, wie gesagt, sehr schnell mal in so eine Abwärtsspirale. Und genau, das gilt es zu vermeiden. Das heißt, die Cash-Burn-Rate, die sagt genau das aus, wie viele Monate habe ich noch Liquidität. Und Beispiele, wie man im Prinzip seinen Cash-Burn optimieren kann, ist weniger Mitarbeiter einstellen, also weniger Ausgaben, ne, oder die Ausgaben natürlich dann im Griff haben, beziehungsweise dann natürlich auch liquiditätsoptimiert die Finanzabteilung aufzustellen. Da geht es
Das wird natürlich nicht unbedingt den Cash, das kommt darauf an, jetzt an wo man dran arbeitet, das wird nicht unbedingt die Cashburn vermindern, aber zumindest mal vielleicht die Umsätze regelmäßig eintreiben. Das heißt, es gibt natürlich so einfache Tipps wie SEPA-Mandate einführen, statt auf die Zahlmoral der Kunden zu hoffen. Es gibt so Themen wie Kreditkarten, wo man im Prinzip lange Zahlungsziele hat, um im Prinzip seine Ausgaben zu strecken. Das heißt, statt ich habe heute eine Ausgabe und muss sie heute bezahlen, ich habe heute eine Ausgabe und muss sie in ein oder zwei Monaten bezahlen. So kann man im Prinzip seine Liquidität Stück für Stück optimieren. Einer ist entweder, sag ich mal, die Ausgabenseite besser im Griff haben oder Marketingkosten reduzieren, ja, Dinge, die variabel sind, im Zweifel, wenn es mal brenzlig wird, Ausgabenseite reduzieren oder schauen, dass die Einzahlungsseite mit höheren Versicherungen und mit einer höheren, einfach mit einer höheren Versicherung einfach auch reinläuft, ne, und dass man nicht auf den Goodwill der Kunden so sehr angewiesen ist. Ja, auch SEPA-Mandate und Zahlungsmoral der Kunden. Sehr interessante Stichworte, die da gefallen ist. Ich denke, es ist uns allen bekannt, wie viele Kopfschmerzen das Leuten oft macht in diesem Bereich und dass man sich dort auch einfachere Lösungen eventuell schaffen kann oder auch Kreditkarten. Das sind, denke ich, spannende Beispiele, um ja die Cash-Burn-Rate in die richtige Richtung zu lenken. Sehr interessant. Du hast ja vorhin auch schon mal Beispiele genannt für bestimmte Branchen, wie sie ihre Liquiditätsplanung optimieren können, Agenturen etc. Und wir haben ja im Vorfeld besprochen, es gibt bestimmte Success-Stories für die Liquiditätsplanung, auch ganz konkret angelegt an bestimmte Unternehmen. Und nennen uns doch gerne zwei Beispiele, dass man sich das auch wirklich ganz konkret vorstellen kann. Wie sind die das angegangen und was ist letzten Endes das Resultat, die Verbesserung, die sie erzielt haben durch den Liquiditätsplan? Also sozusagen den Mehrwert, den wir mit dem Tool verkaufen, ist im Wesentlichen natürlich eine deutlich bessere Übersicht. Erstmal über die Liquidität, dass man einfach deutlich früher sieht, okay, da könnte es mal eng werden, beziehungsweise ich habe vielleicht in der Zukunft auch freie Cash-Reserven. Das heißt, das ist, glaube ich, so das erste, der erste große Mehrwert, einfach mal Übersicht in das ganze Game zu bekommen. Das zweite ist, dass man, was macht man mit dieser Übersicht? Mit der gewonnenen Übersicht sollte man natürlich dann sich fragen, was kann ich daraus für richtige Schritte ableiten? Das heißt, aber dazu vielleicht gleich mehr, die Success Story, also das eine ist wirklich diese Übersicht und einfach die Zeitersparnis, die man halt sich erkauft, wenn man ein digitales Tool nutzt, das natürlich dann auch dementsprechend funktioniert. Das heißt, wie wir im Prinzip da rangehen, mit Interessenten ist im Prinzip, dass man erstmal eine Aufnahme macht, wie laufen die Prozesse, was gibt es im Prinzip für Tools, für Datenquellen, die bereits vorliegen und was meist wirklich gerade im KMU-Bereich und ich denke, das geht ja vielen Softwareunternehmen im KMU-Bereich so, es ist meist nicht die KI oder Data Analytics, die jetzt alles verändert, sondern häufig sind es manuelle Prozesse, das heißt Transparenz, Unabhängigkeit von manuellen menschlichen Fehlern und Zeitersparnis, die man im ersten Schritt für die Unternehmen generiert. Und wir haben, glaube ich, viele Success Stories von vielen verschiedenen Branchen. Und eins, um vielleicht bei diesem E-Commerce Beispiel zu bleiben, ist, ich kann deutlich besser schlafen, weil ich einfach weiß, wie es transparent um meine Liquidität bestellt ist und was für nächste Schritte ich einleiten kann. Ich kann mich früher um eine Finanzierung bemühen, ich kann besser im Prinzip mein Lager steuern und mein Lager wieder auffüllen. Das sind, glaube ich, so die Mehrwerte, die das dann letztendlich dann mit sich bringt, wenn man das ordentlich managt. Jetzt hast du E-Commerce bereits genannt. Gibt es noch ein anderes Branchenbeispiel, was du da noch aufzählen kannst, was du für relevant hältst, wo du sagst, es ist nochmal eine komplett andere Branche, hier kann ich nochmal anders die Thematik illustrieren? Ja, also ich glaube, es gibt sicherlich Success Stories aus allerlei Branchen. Eine, die vielleicht nicht so ganz so augenscheinlich ist, ist die Immobilienbranche. Da ganz konkret muss man sich das so vorstellen, man hat die Projektentwickler, die große Projekte stemmen, die sehr, sehr, sehr kapitalintensiv auch sind, logischerweise, wo viel Fremdkapital auch eingesetzt wird, die sehr komplex sind, wenn man sich mal so ein großes Projekt, Immobilienprojekt vorstellt, viele Stakeholder, die involviert sind, viele Dienstleister,
und viel Materialien. Und das dann bei Projektgesellschaften, wenn man das multipliziert auf verschiedene Projekte, die parallel laufen, ist das einfach nur sehr, 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 sehr hohe Komplexität, die man auf Excel zu managen ist. Und das ist vielleicht noch so ein anderer Anwendungsfall oder eine andere Branche, die sich eines digitalen Tools erfreuen kann, um dann einfach Prozesseffizienzen für sich zu heben. Super, vielen Dank dafür. Dann kommen wir zur letzten Frage der heutigen Podcast-Aufnahme. Und zwar geht es darum, ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, was könnt ihr auch einfach als Hilfestellung für ja, unsere Zielgruppe, die sich das anhört, mitgeben, welche zuvor ja, papierbasierten Prozesse ihr digitalisiert habt. Und da hast du mir gesagt, ihr habt gar nicht so viele initielle papierbasierte Prozesse. Einfach zu Beginn überhaupt gehabt, sondern ihr seid direkt von Beginn sehr digital aufgestellt gewesen. Deswegen haben wir gesagt, wir verlagern die Frage nochmal in einen anderen Bereich, um hier wirklich auch Leuten, ja, die mehr ihre Digitalisierung pushen möchten, da weiterzuhelfen. Und zwar, was kannst du denn dazu sagen, wenn ihr bestimmte Tools bei euch auswählt? Welche Kriterien haltet ihr an, um Software möglichst effektiv einzusetzen? Also denk an Schnittstellen, denk an Usability, denk an ja, verschiedenste Mehrwerte einfach, die es dort gibt. Da habt ihr bestimmte Kriterien. Kannst du da was zu sagen? Sehr gerne. Und ich glaube, am Ende des Tages gilt die Antwort dann für beides, für papierbasierte Prozesse, die womöglich Optimierungspotenzial haben, genauso wie wenn man sich eben neue Tools anschaut. Am Ende des Tages kommt man oder denken wir darüber nach, wahrscheinlich wie die meisten anderen auch, von einem Prozess herkommen. Das heißt, was ist eigentlich mein gewünschter Prozess und was brauche ich dafür und wie komme ich dahin? Und dann sollte man sich das in irgendeiner Form aufmalen und schauen. Weil Tools sind ja nur Unterstützer oder Enabler auf dem Weg hin zu einem besseren Prozess, zu einem mehr an Insights oder einer Zeitersparnis. Und das ist ja auch der, sag ich mal, im Wesentlichen sind ja die Digitalisierungshebel, die man hat, dass Papier eben einfach zeitaufwendiger ist und durch mehrere Hände gehen muss. Und am Ende des Tages, wenn wir Tools auswählen, dann kommen wir auch von einem Prozess her kommen. Also was ist eigentlich das Zielbild und wie kommen wir dahin? Und was gibt es dann im Prinzip für Möglichkeiten, dorthin zu kommen? Welche Toolanbieter gibt es? Und was habe ich für individuelle Prozesse? Und wenn ich das gemappt habe, dann kann ich schauen, okay, was muss eigentlich so ein Zieltool für mich haben? Also was habe ich für Integrationen, die notwendig sind? Was habe ich für Individualisierungswünsche? Wenn diese Individualisierungswünsche gegeben sind, dann braucht man vielleicht auch einen gewissen Service und Support, der mir dabei hilft, sag ich mal, ein skalierfähiges Tool für mich in meine individuellen Prozesse einzupassen. Oder reicht es mir vielleicht, irgendwas von der Stange zu nehmen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wirklich vom Prozess her kommt und dann zu schauen, was ist mein Zielbild und was brauche ich bis dahin und was sind die Optionen, die mir der Markt mir bietet und was ist sozusagen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, um dorthin zu kommen. Und was wir halt deutlich mehr sehen, und das ist ja sozusagen auch das ist auch unsere Idee oder wie wir den Markt anschauen, das sehen wir auch bei anderen großen Softwareanbietern, die im KMU-Bereich unterwegs sind, dass die Anforderungen dort an Tools und die Digitalisierung macht es möglich, im Prinzip der Enterprise-Logik folgt. Das heißt, ich will meine individuellen Prozesse, ich will aber auch oder ich brauche auch einen gewissen Service. Und die Digitalisierung, die Schnittstellen hat halt, bringen die Möglichkeit, im Prinzip diese Logik dann auch KMUs bereitzustellen, sodass man eben nicht bis mit Excel arbeiten muss oder anderen manuellen Tools oder papierbehaftete Prozesse, bis ich irgendwo in so eine Enterprise-Logik mal reinrutsche und mir diese großen Tools leisten kann. Und das ist auch das, wie wir da drauf schauen. Also für uns ist es wirklich Tool, Schnittstellen, die unsere Kunden mitbringen, die unsere Kunden brauchen, um automatische Datenquellen bereitzustellen, in Kombination mit individuellem Service, um individuelle Anpassungen vorzunehmen. Das gerade den Punkt Support angesprochen, auch ein extrem wichtiger Punkt, den erwähnen wir in unseren Ratgebern auf unseren Kanälen auch immer sehr oft. Also wenn du dir unsere Ratgeber zu CRM-Software anschaust oder zu speziellen Branchen, Softwareanbietern, dass dort wirklich das Thema Datenmigration oder einfach auch das Setup oft unterschätzt wird, gerade im Mittelstand, ne? Also wenn du ein großes Unternehmen bist, dann hast du dann Ressourcen, um das umsetzen zu können, dann hast du Spezialisten, dann hast du Experten, aber wenn du ein KMU bist, wenn du im Mittelstand
bist, ja, dann hast du vielleicht nicht überall deinen Entwickler sitzen, der dir das umsetzen kann. Deswegen ist der Support auch eminent natürlich wichtig. Was wir sonst auch noch für relevant halten bei Tools generell, gerade jetzt seit ja, knapp 2 Jahren in Remote-Work-Zeiten, ist ortsunabhängiger Zugriff auf alles, ne? Also das unterstützt nochmal so die Digitalisierung von zuvor papierbasierten Prozessen, ne? Was du über uns, über Kaya möglich machen kannst, dass deine Briefpost digitalisiert wird. Oder auch Integration, ne? Sind immer sehr interessant und sehr spannend. Das heißt, Daten werden extrahiert über ein Tool und ins andere automatisch überspielt, dass du wirklich nicht mehr, auch nicht copy-pasten musst. Ne? Also wir reden dann nicht mehr über Abtippen, aber auch copy-pasten. Sowas sollte in der Vergangenheit angehören. Was definitiv wichtige Schritte sind. Immer spannend zu hören, auch was ihr als ja, Devise habt, um Software einzuführen und um euch da vom Toolset her zu verbessern. Ja, und das unterstreicht dann auch einfach eure digitale Kompetenz in diesem Bereich nochmal. Also neben dem, was ihr natürlich anbietet, neben Tool für Liquiditätsplanung, auch wie ihr selber dort agiert. Genau, das war's fürs heutige Interview. Das waren alle Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Entschuldigung, ich denke, das war ein guter Ausblick schon mal in die Liquiditätsplanung, um Leuten entweder den Begriff zu erklären, ja, oder zu sagen, welche Schritte man denn dort unternehmen kann, um sich dort besser aufzustellen. Ja, super. Ja, danke auch dir, Erik, für die Einladung. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns zu dem Thema mal austauschen konnten und genau dazu ein bisschen was das Thema so ein bisschen beleuchten konnten, was ja immer noch ein bisschen nicht nur ein sperriger Begriff, sondern auch ein sperriges Thema ist. Von daher vielen Dank dafür für die Einladung. Und ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für den einen oder anderen. Auf jeden Fall, das denke ich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Mach dir noch einen guten Tag. Ciao, ciao. Du dir auch, Erik. Danke dir. Ciao. Ciao.